Handy hochgehalten in unsere Richtung. Haben. Ja. Und beim dritten Mal hat er uns jetzt gefilmt. Ich hoffe, ihr konntet ihn erkennen. Dreht jetzt wahrscheinlich nochmal und fährt uns nochmal hinterher. Ich denke. Hier wird neben uns gerade eine große Kamera aufgebaut, das Kraftwerk wird gefilmt und. Ja, Mahlzeit ihr Lieben und herzlich willkommen in einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, bevor es mit dem eigentlichen Video weitergeht, haben wir noch mal ein, zwei kleine Informationen für euch auf die derzeitige Situation bei uns. Ja, wir haben uns ja Anfang des Jahres oder im Frühjahr schon einmal zu euch gewendet mit dem Anliegen, dass wir im Moment bedingt durch die ganzen Einschränkungen nicht wirklich auf Tour kommen und im zweiten Step, auch wenn es nur ein Light-Lockdown ist, trifft uns persönlich der eigentlich noch viel härter als der erste, wozu wir eigentlich jetzt gezwungen sind, mittlerweile wieder auf altes Videomaterial zurückzugreifen, was wir schon ja, in der Vergangenheit so plus minus ein halbes, dreiviertel Jahr im Prinzip vorher aufgenommen haben, das etwas zurückgestellt haben, weil wir da eigentlich nochmal ansetzen wollten und wir mit diesem Video, was wir euch jetzt heute zeigen wollen, eigentlich noch nicht fertig gewesen sind. Ja, und jetzt könnte man ja auch meinen, die Orte, die wir besuchen, da ist man nicht wirklich gefährdet, dass man sich da irgendwas einfangen könnte oder wir eventuell noch jemand anderen gefährden könnten, weil es ja in der Regel relativ abgelegene Orte sind. Allerdings stellt sich bei uns in der jetzigen Situation ein ganz anderes Problem. Ja, und zwar, dass wir eigentlich eher Schwierigkeiten haben mit dem Babysitter. Ja, Ansteckungsgefahr. Man soll sich ja eigentlich nur mit einem Haushalt treffen oder angeblich oder könnte passieren. Ja, und wir wollen uns eben auch ein bisschen dran halten. Und vor allen Dingen auch nicht unsere Lieben, die normalerweise auf die Kinder aufpassen, wenn wir unterwegs sind, eventuell noch in Gefahr bringen. Genau. Ja, dazu kommen wir jetzt. Warum wir das jetzt nochmal so ausführlich erklären, ist im Einzelnen, dass wir dieses Video, wo es jetzt darum geht, bereits im Januar diesen Jahres aufgenommen haben, so Mitte Januar ungefähr, war ziemlich kalt gewesen. Wo es aber darum geht, ist, dass wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch mit unserer alten Kamera gefilmt haben. Das heißt, wir haben jetzt auch das alte Videobild mit diesem, ich nenne es mal Bullaugen-Effekt und vor allen Dingen auch noch die alte Tonqualität genau. Von damals. Das heißt, ihr braucht euch jetzt nicht extra die Mühe machen und unter dieses Video nachher zu schreiben, oh, das Bild war aber komisch oder der Ton war nicht perfekt, weil Sabrina nicht die eigene Kamera mit dabei hatte. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt mich nicht hören. Ja, das ist möglich. Da haben wir ja optimiert, das ist auch vielen von euch aufgefallen. Allerdings machen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung für uns in die Steinzeit zurück. Und deshalb, ihr braucht uns nicht darauf hinzuweisen, dass der Ton oder das Bild nicht optimal gewesen ist. Das wissen wir selber. Aber das Video an sich finden wir eigentlich immer noch so interessant, dass wir euch das eigentlich zeigen müssen. Moin Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video. Wir sind hier heute für euch auf einem von drei verlassenen Höfen und das alles auf der gleichen Straße. Wir wissen noch nicht ganz so viel, was uns hier erwartet. Wir sind auf dem ersten Gelände jetzt relativ problemlos drauf gekommen. Die Türen stehen alle auf und wir nehmen euch jetzt mal mit rein. Und Leute, es ist lausig kalt. Wir haben knapp um den Gefrierpunkt. Und es nieselt. Noch viel schlimmer. Und hier steht sogar noch der Name an der Klingel. Da gehe ich jetzt mal geschickt drumherum. Okay, jetzt weiß auch jeder, dass wir da sind. Das erste Bad und ich würde sagen mit Dusche.
ein kleiner Wohnraum hier gewesen ist. Ja doch, ja. Könnte ein kleines Wohnzimmer oder vielleicht auch Schlafzimmer gewesen sein. Hier liegt echt Teppich an den Wänden, ne? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Fand man das einfach nur schick oder soll das noch irgendwie ein bisschen wärmedämmend wirken oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch gesagt, so ein bisschen Schutz, aber... Oder hat hier ein Rollstuhlfahrer gelebt, aber das spricht jetzt nicht unbedingt für den Eingang da vorne mit den Stufen. Ich weiß nicht, ob man von dem anderen hier reinkommt. Aber es sah jetzt auch nicht so wirklich aus. Okay, das wird wohl eher ein Wohnraum gewesen sein hier. Überall auch der gleiche Teppich oder die Überreste davon. Das sind diese Quadrate, das kann man durch. Die Platten. Hier geht es einmal raus in den Garten oder auf die Terrasse. Vorne ist direkt die Hauptstraße. Das sieht aber so aus, als wenn das voneinander getrennt gebaut wurde, weil mit dem Sichtschutz hier, dann wird eine separate Wohnung wahrscheinlich hier neben sein. Ja, Mehrgenerationenhaus. Hier wird wohl die Küche gewesen sein. Und Abstellkammer. Ja, ich habe gedacht, hier kämen wir rüber in den anderen, in das andere Gebäude, aber ist nicht. Das zweite Bad. Und dann sind wir im Erdgeschoss schon fertig. Ja. Jetzt alle drei Bauernhöfe schon mit ca. 20 Jahren leer stehen. Oder ob jetzt nur der mittlere. Mhm. Ich weiß es nicht. Ein bisschen so vom Stil her könnte schon sein, dass es einige Zeit leer steht. Ne? Ja, so sieht es auch aus. Überleg ich mal, wie lange so ein Baum braucht, um zu wachsen. Ja, das sehe auf jeden Fall dann nochmal eine Wohnungstür gegeben, die hier verschlossen werden konnte. Also hier oben hat auf jeden Fall noch eine andere Familie gewohnt als unten. Da kommen noch die ganz alten Lampen. Ich wollte gerade sagen, hier kommt die Decke runter, aber das ist eine Schräge, eine Dachschräge. Ne? Die Fenster sind rausgerissen. Das wird das Kinderzimmer gewesen sein. Noch ein Badezimmer. Wieder ähnlich gebaut wie die unten im Erdgeschoss mit dieser Theke hier zwischen. Und da kommt der Busch von draußen durchs Fenster gewachsen. Was hängt hier von der Wand runter? Der Fliesenspiegel. Okay, hier geht's runter. Hier kommen wir tatsächlich in die andere Wohnung. Das ist ja komisch, aber. Ich wollte gerade sagen, da fehlt die Treppe, aber doch, da kommt sie noch. Guck mal, das ist ja hübsch. So eine Art Wintergarten hat man sich hier gebaut. Was war das?
Wasser? Kann das sein? Das war irgendwie eine kleine Miniaturlandschaft. Hier ist Kunstrasen aufgeklebt. Da sind kleine Kieselsteine. Das wird wahrscheinlich, lief da das Wasser runter. Genau, Springbrunnen eventuell oder Bachlauf oder irgendwas. Mhm. Wie süß. Oh, ja. Entweder ist das für den Ventilator oder fürs Licht, oder? Ja, das kann ich jetzt nicht erkennen, was das mal... Aber damit hat man das mit Sicherheit hier eingeschaltet. Eine kleine Küche? Ja. Okay. Vorratsschränken. Ein Party-Location, das sieht, so wie manche einen Party-Killer haben. Die dann ein Party-Wintergarten. Ja. Aber man kann da unten. Ein Bocknische noch mal separat. Oder könnte so eine Art Filter drin gewesen sein? Mhm. Damit das Wasser immer schön klar ist, was da oben rausgeplätschert kommt. Und nochmal eine Toilette. Ist ganz schön verwinkelt hier alles. Hat man jetzt tatsächlich ein bisschen Anzeichen dafür, dass man hier, aber hier wärst du mit dem Rollstuhl doch nie um die Ecke gekommen, ne? Ja. Der wird dann hier verstecken. Das ist die nächste Küche, oder? Meinst du Bad? Ja, doch, das sind doch Badfliesen. Ja, stimmt. Da ist der Ablauf, da hat vielleicht eine große Wanne gestanden. Mhm. Und dahinter direkt der nächste Raum. Das sieht von außen gar nicht so groß aus. Feuerlöscher. Boah, Leute, wenn mal ganz ehrlich, habt ihr die Räume mitgezählt, durch den wievielten Raum wir jetzt gerade durchgelaufen sind und wir sind immer noch nicht am Ende. Das hat hier so ein bisschen Dachboden-Feeling jetzt gerade. Aber das sieht hier eher aus wie Wohnraum. Außer, dass hier die Wohnzimmerschränke stehen und da in der Ecke das nächste Waschbecken hängt. Okay, aber war das nicht früher so? Du hattest so in ganz vielen Räumen Waschbecken. Aber das ist schon komisch von der Aufteilung. Gebaut oder angebaut. Der Schrank, der ist richtig in die Wand eingebaut. Ja, oder die Wand um den Schrank gebaut, ich weiß nicht. Weil der ist zur Hälfte, ist der Schrank hier vorne. Und zur anderen Hälfte, auf der anderen Seite. Das ist wirklich schon so wie auf dem Bauernhof. Ja. Das Vieh hier. Ja, so ein Heuboden, sowas ähnliches. Ne? Ist klar, dass wo eine Treppe ist, ist auch irgendwo Stauraum darunter, aber mal, sehe ich das richtig, dass da guckt die Rückseite von dem Kühlschrank aus der Wand. Mhm. Wo ist die Vorderseite? Da. Im Ernst jetzt? Ja, hallo. Im Keller braucht man noch einen Kühlschrank an der Kellertreppe. Braucht man nicht
den Kühlschrank an der Kellertreppe? Ich weiß, was im Keller noch ist. Hat man für den Kühlschrank die Wand aufgehauen oder hat man die Wand um den Kühlschrank drumherum gebaut? Also ich würde mal sagen, der Keller war als erstes. Okay. Direkt ein bisschen ab. Lampe. Aha. Das heißt, wenn die Tür auf, das ist wie im Kühlschrank. Genau. Wenn die Tür zugeht, wird der Schalter gedrückt oder wird er losgelassen und das Licht geht an oder wird die eingeschaltet, wenn die Tür zugeht? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, die wird eingeschaltet, wenn die Tür aufgeht. Das, wenn der Kontakt löst, dann geht die Lampe an. Ja, im Kühlschrank auch. Drückst du rein, geht die Lampe aus. Ne? Das macht jetzt natürlich Sinn, wenn ich mir das so überlege. Dann kleiner Kühlschrank. Großer Kühlschrank. Und jetzt will ich gar nicht wissen, ich meine, der hier ist zwar leer, aber was uns da unten erwartet. Ein bisschen Vanille. Mhm. Heute noch backen. Mhm. Soßenpulver. Vanille süß. Dann ist der Boiler fürs Warmwasser gewesen. Oder? Wassertank? Vorratskeller, ne? War mal eine Zeit. Damit die RAG nicht untergeht. Das ist ein Thema für uns. Gib mir doch mal ein Datum. Der Donnerstag, der 21. September 2006. Mhm. Aber manchmal kannst du dich nur wundern, oder? Ja, das hat auch was mit Fantasie zu tun. Ich glaube, in unserer ganzen Lost Place-Geschichte das erste blaue Klo, was ich sehe. Heftig. Da noch ein kleines Bad. Jetzt noch mal raus in den Garten. Und hier sieht es jetzt so aus, als wenn das jetzt gleich der nahtlose Übergang direkt in die Stallungen ist. Geht noch mal eine Treppe runter. Aber nur ein paar Stufen. Ja, da, das hatten wir schon mal in einem von unseren Videos. Boah, das ist aber auch ganz geringfügig zugewachsen. Ja. Also ich befürchte jetzt fast, dass das hier überhaupt nicht mein Thema ist, wo wir gerade drin stehen. Wenn ich den Haken hier oben sehe, mit der Winde, ich meine, so ein Schwein hat ja auch mal ganz schnell 30, 40 bis 60 Kilo. Und dass man das hier an der Winde hochgebockt hat, ja, da ist genau, was ich befürchtet habe. Und dann wurde das Tier wahrscheinlich hier auf dem Tisch direkt zerlegt. Deshalb auch Decken hoch gefliest, damit man hier nur noch mit dem Hochdruckreiniger rein brauchte und hat das Ganze wieder ausgespritzt hier. Und das Teil, da haben wir schon mal gerätselt. Hier haben wir noch die Kohlebriketts vor, die immer noch, dass es irgendwas mit Einkochen oder sowas damit zu tun hat. Oder geräuchert. Oder
Ja, okay, doch, das sieht ja eigentlich immer noch. Aber macht man das nur in so einem kleinen Kessel? Ich weiß nicht. Oder war hier eine Wanne drin, wo das Wasser da heiß gemacht, oben drauf? Mhm. Rauchabzug? Ja doch, der könnte da oben in der Ecke gewesen sein. Das ist dann für zwei Sachen benutzt, wurde jeder Raum? Einmal zum Ausnehmen und Ausweiden. Zum Aufhängen, dass man jetzt sagen könnte, weil wir brauchen Räuchern. Ja, aber guck mal, irgendwas ist hier auch mal gewesen. Ja. Obwohl, das hier waren mal Schränke. Das sind diese, diese Winkelbretter, um den Schrank hier oben einzuhängen. Zum Räuchern hängt man ja meistens die Schinken hin. Das war mal eine Information. Die kann Leben retten, oder? Besonders, wenn der Killer kommt. Unser Killer. Mhm. Ja, also da kann ich euch echt nur den Tipp geben. Flach auf den Boden legen und hoffen, dass alles gut geht. Bete zu Gott. Ja, wir sind hier durch. Recht groß, wenig Inhalt, aber trotzdem ganz interessant, mal hier hinter die Kulissen zu schauen. Wir schauen, warten, bis die Autos weg sind. Wir schauen jetzt, dass wir weiterkommen auf den zweiten, den mittleren Hof von den dreien und hoffen, dass wir da reinkommen. Und wir melden uns dann gleich nochmal eben bei euch zurück. Bis gleich. Ja, bis hierhin an die Stelle, so weit, so gut. Allerdings nahm dann der Verlauf, im Gegensatz zu dem, wie wir es geplant haben, dann doch ganz plötzlich eine ganz andere Wende. Ja, wir sind da schon mitten dran, oder? Ja, mit aufbauen. Wir filmen jetzt in unsere Richtung. Wir machen jetzt einen Schwenker. Ja, Leute, wenn ihr euch fragt, was wir hier gerade machen, so ein bisschen haben wir gerade das Gefühl, wir haben hier total unwissend, total in ein Wespennest gestochen, weil was hier um uns gerade abgeht, ist nicht normal. Wir sind die Location vorher ein, zweimal schon abgefahren, also heute Morgen, um zu schauen, wie die Umgebung ist. Und da ist uns schon aufgefallen, dass ein großes weißes Auto mittig von diesen drei Objekten steht. Und da haben wir uns vorhin gedacht, nachdem wir mit dem ersten Place fertig waren, wir gucken einfach nochmal, ob der Wagen da immer noch steht. Und nicht nur, dass der Wagen da immer noch steht, der hat uns jetzt gerade aus seinem Auto raus gefilmt. Wir zeigen euch den gleich nochmal. Direkt hier hinter uns, das kriegt ihr jetzt so wahrscheinlich nicht gerade mit drauf. Ich weiß nicht, vielleicht kann man, könnt ihr glaube ich nicht richtig sehen, aber da ist das große. Wir haben ein Kohlekraftwerk hinter uns und wir meinen auch eine Verbindung zu den Höfen zu haben, dass die Höfe quasi enteignet wurden von dem Kraftwerk. Und was jetzt hier gerade noch passiert, wir stehen jetzt auf dem Parkplatz von dem Kraftwerk und hier werden Filmaufnahmen gemacht. Hier wird neben uns gerade eine große Kamera aufgebaut, das Kraftwerk wird gefilmt und irgendwie haben wir jetzt gerade nicht den Elan, noch in das nächste Objekt einzusteigen, aber ja, okay, man muss vielleicht dazu sagen, also der Typ, der steht auch direkt vor dem nächsten vor der nächsten Location, wo wir eigentlich gerade rein wollten, und da ist egal, ob wir jetzt zu Fuß reingehen oder wirklich mit dem Auto da in der Nähe parken, der sieht uns, so oder so. Ja, der hat sich gut an der Stelle hingestellt. Er sieht wirklich die komplette Straße. Wir haben gerade einen Fahrradfahrer gesehen, wo wir wirklich fest von überzeugt waren, dass er das Fahrrad da festbinden wollte und gerade darüber gehen wollte. Und der hat sich das auch nochmal anders überlegt und ist sofort weiter. Also, nee, das ist hier ein bisschen zu heiß. Aber ich bin mit dem Typen noch nicht fertig. Da fahren wir jetzt nochmal langsam dran vorbei. Also ich fand das ganz schön dreist. Also er hat wirklich das Handy hochgehalten in unsere Richtung und hat uns auch richtig hinterher geguckt. Also na gut, wir sind jetzt dreimal da vorbeigefahren. Alle drei Male wird er uns wahrscheinlich gesehen haben. Und beim dritten Mal hat er uns jetzt gefilmt. Ja, und er hat auch den Motor wahrscheinlich laufen. Also Licht, alles ist an. Der ist wohl bereit. Ich denke mal, wenn der sieht, dass wir da irgendwie reinspringen oder nur in die Nähe gehen, wird er sofort hinterher düsen. Wir gucken jetzt mal, wie bereit er ist, wenn wir ihn filmen. Hauptsache, ihr bleibt da jetzt so stehen. Das sieht nämlich gerade nicht so aus. Und jetzt kannst du dann, aber der ist sie. Jetzt hat er mit dem Handy reingesprochen. Ja Leute, ihr habt den Stinkstiefel gesehen.
Aber ganz so einfach machen wir dem das nicht, weil wir schauen uns jetzt hier etwas in der Gegend um und werden etwas später nochmal wiederkommen. Wir setzen, falls der steht da immer noch, dann kommen wir noch später wieder. Und irgendwann, mein Freund, wenn du dieses Video hier siehst, wir kriegen den Moment, wo du nicht aufpasst. Ja, man muss doch mal picken. Was wir gerade gemerkt haben, während wir uns mit euch hier unterhalten, rückt hinter uns so 200, 250 Meter im Abstand ein Fahrzeug nach und bleibt hinter dem Hügel hier hinter uns gerade so, dass man über den Hügel drüber weggucken kann, stehen. Mhm. Wir sind ja noch nicht bei der Stasi, oder? Ich habe keine Ahnung, haben wir jetzt hier irgendwas, was war, was wir hier verpassen gerade. Das ist auch kackendreist, jetzt da hinter uns so stehen zu bleiben. Ne? Ja, ich bin schon fast dazu geneigt, mal eben Rückwärtsgang einzulegen und ein Stück zurückzurollen. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung müssen wir dann fahren. Müssen wir geradeaus fahren oder müssen wir sogar in die andere Richtung? Ja, geradeaus. Ne? Mhm. Dreh ich jetzt nochmal. Aber dann nimm du doch mal die Leute. Nimm du doch mal die Leute. Ich drehe noch mal das Auto. Ja. Das ist der. Guck mal, ob du ihn mit drauf kriegst, oder? Aber ist er nicht, ne? Was ist er? Nein. Was? Nein, schon. Das sehe ich nur leider gerade. Hier kommt. Überhaupt gar nicht. Ist voll geworden. Wird er hinterher? Im Straßenverlauf von ihm. Also jetzt habt ihr meinen Pfosten noch mal in Großaufnahme. Ja, ich hoffe, und der dreht jetzt wahrscheinlich noch mal und fährt uns noch mal hinterher. Ich denke auch. Aber da steht das nächste Auto. Okay, das auch mit Licht an. Ja. Soll ich das mal filmen? Ich weiß nicht. Das ist ein Mercedes. Ah, so. Ja, und wie wir dann zu Hause waren, haben wir dann erfahren, dass für den Folgetag eine Demo dort an diesem Kraftwerk geplant war. Und deshalb sich wohl auch einige Tage vorher schon Aktivisten, Demonstranten dort an diesen Höfen aufgehalten haben, um dort zu nächtigen oder vielleicht sogar Schlimmeres vorhatten. Also man weiß es nicht. Und deshalb gab es dann eben den einen oder anderen Security, der dann dort Streife gefahren ist. Ja, ich meine, begründet mag das Ganze vielleicht sogar sein, wenn wir uns überlegen, dass wir in diesem Jahr entschieden haben, aus der Kohleenergie auszusteigen und in diesem besagten Ort, gerade frisch in diesem Jahr, ein neues Kohlekraftwerk eröffnet wurde, gibt es dann mit Sicherheit den einen oder anderen, der da nicht viel Verständnis für hat. Zumal wir auch mitgekriegt haben, dass es sogar wegen diesem Kraftwerk zu Zwangsenteignungen gekommen sein soll. Warum diese Bauern dort ihrer normalen Tätigkeit nicht mehr nachgehen durften. Warum das so ist? Keine Ahnung. Vor allen Dingen sind die Höfe jetzt auch nicht wirklich direkt im Umfeld, sondern Luftlinie auch ein paar hundert Meter entfernt. Mag aber auch sein, dass es nur Gerüchteküche ist. Komisch ist nur, dass alle drei Höfe auf der gleichen Straße in Richtung Kraftwerk gleichzeitig geräumt wurden. Ja, ihr Lieben, wir haben die Zeit genutzt und waren jetzt noch in einer naheliegenden anderen Location. Bestimmt 2 bis 2,5 Stunden oh, beschäftigt, ja. Und waren danach noch was essen. Das war lecker. Und, ja. Und somit haben wir jetzt gute 3, 3,5 Stunden überbrückt und fahren jetzt einfach nochmal an den drei Höfen vorbei, um zu gucken, ob unser Freund immer noch da steht. Ich bin gespannt. Und ihr seid wieder live dabei. Er steht da, er steht da, er steht da. Ja. Also. Steht ja immer noch. Es war auch wirklich der gleiche. Derselbe. Entschuldigung. Ich würde ja gerne mal anhalten und aussteigen und fragen, was er für eine Mission hat. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja. Wir überlegen uns was.
Da sind wir noch nicht mit fertig. Ja, und weil wir an der Stelle gemerkt haben, dass wir da an diesem Tag so nicht weiterkommen, haben wir eigentlich den Plan geschnürt, nach einer gewissen Zeit nochmal wiederzukommen, ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und eventuell dann unsere Mission zu Ende zu bringen. Ja, war dann aber leider nicht mehr möglich, weil die Höfe abgerissen wurden. Ja, und das innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Wie sagt man, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Fragen. Bis gleich, bis später. Wir sehen uns. Klatschst du ab? Jetzt kriege ich noch einen dran wegen Film am Auto und keine Ahnung was. Hast du noch was? Sag tschüss. Tschüss.